Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurden die Truppen der Kaiserlichen Armee aufgelöst und im Frühjahr 1919 die vorläufige Reichswehr aufgestellt. Bei der Aufstellung der frühen Reichswehr 1919 wurden die Stahlhelme des deutschen Heeres übernommen. Bei der frühen Reichswehr erhielten sie im Laufe der Zeit verschiedene neue Anstriche. Diese variierten dabei von einem anfänglichen hellen Grau über dunkle Grautöne bis hin zu olivgrünen Anstrichen und wurden mit dem Pinsel aufgetragen. Bei diesem Helm blieb die Innenseite des Helmes unberührt. Der Helm wurde innen nicht gestrichen und die Innenausstattung sowie der Sturmriemen weiterverwendet. In den Jahren 1921 bis 1932 wurden in den Ländern verschiedene Länderwappen auf der linken Seite der Helme getragen. In Bayern waren die Wappen beispielsweise weiß-blau, in Preußen schwarz-weiß. Die Größe der handgemalten Wappen konnte dabei deutlich variieren. Die zwei- oder dreifarbigen Wappen waren mit einem Pinsel von Hand aufgemalt. Nachdem dieser Helm das Länderwappen erhielt, wurde er zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal komplett überarbeitet. Dabei erhielt er neben einem neuen Anstrich und Länderwappen auch neue Splinte. Da die Splinte und die Innenausstattung keine Farbe oder Farbtupfer aufweisen, muss die Innenausstattung vor dem Anstrich ausgebaut und später wieder eingesetzt worden sein. Ab dem Jahr 1927 wurde eine neue Innenausstattung eingeführt. Neu waren ein durchgehendes Lederband, das die einzelnen Lederlaschen miteinander verbunden hat. Im Jahre 1931 wurde eine weitere Innenausstattung eingeführt. Diese bestand aus einem Aluminiumring, in dem das Leder auf Federblechen schwimmend gelagert war. Das Leder zählte nun nicht mehr 6, sondern durchschnittlich 8 Zungen mit je 5 Lüftungslöchern. Diese Innenausstattung steigerte deutlich den Tragekomfort der Stahlhelme. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde ein einheitliches Wappen an den Helmen angebracht. Auch dieses neue, schwarz-weiß-rote Wappen wurde mit einem Pinsel an der linken Helmseite aufgemalt. Der feldgraue Anstrich wurde nun noch einmal etwas dunkler. Die neuen und vereinheitlichten Wappen wurden nur kurze Zeit bis zum Frühjahr 1934 getragen. Bevor die Reichswehr am 16. März 1935 in Wehrmacht umbenannt wurde, gab es neue, einheitliche Regelungen für das Anbringen der neuen Abzeichen. Bevor die neuen, gedruckten Abzeichen aufgebracht wurden, erhielten die Helme einen hellen, grünen Pinselanstrich. Die Landesflagge wurde auf der rechten Seite und das Hoheitsabzeichen auf der linken Seite ca. 5 mm unter dem Lüftungsbolzen angebracht. Die seit 1931 neu eingeführte Innenausstattung 31 war noch nicht flächendeckend verfügbar. So wurde bei diesem Helm die Innenausstattung 18 weiterverwendet. Weitere Informationen rund um das Thema Stahlhelme gibt es auf stahlhelmsammlung.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Helm.